Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft Tipps. Wie immer würde ich mich natürlich über ein Like oder ein Abo freuen, denn viele meiner Zuschauer haben noch nicht abonniert. Wir gehen wieder rein nach Abarus und zwar zu den vergessenen Experimenten. Die da heißen Neldris, Tadrion und Riontos. Als allererstes schauen wir uns mal den Kampf gegen Neldris an. Wir benutzen direkt hier Heldentum. Ich würde es mir eher für den Kampf gegen Tadrion, also den zweiten Boss, aufheben. Denn der ist wesentlich heilintensiver, insbesondere im heroischen Modus. Als allererstes wirkt Neldris hier dröhnendes Gebrüll. Da laufen wir bitte weg vom Boss. Auch der Tank kann weglaufen, denn durch den Cast ist Neldris an seine Position gebunden. Das heißt, wir können alle da rausgehen ohne Probleme. Außerdem sollte der Raid im Kampf gegen Neldris sehr verteilt im Raum stehen, denn durch verwundene Ansturm werden mehrere Teammates angestürmt. Hier oben sehen wir es gerade im Bild, die mit den roten Pfeilen über dem Kopf und alle, die dazwischen stehen, bekommen immensen Schaden. Bei uns hier hat das ganz gut funktioniert, da stand einfach keiner perfekt, besser kann es nicht laufen. Kommen wir zur Tankfähigkeit und zwar die erfüllten Schläge. Die stacken immer weiter hoch auf dem aktiven Tank. Und die gehen auch nicht weg und diese Stacks, die begleiten euch im Kampf gegen alle drei Bosse. Die könnt ihr nur auflösen, indem ihr mit jemandem zusammenlauft, der auch von erfüllte Schläge betroffen ist, was typischerweise der andere Tank ist. Ja? Lauft also nun ineinander, dann gibt es eine Explosion, hier sehen wir die. Die verursacht massiven Gruppenschaden. Deshalb solltet ihr das machen, wenn ihr nicht sowieso durch andere Quellen eh schon Schaden erleidet. Als letzte Fähigkeit hat Neldris das massive Schmettern. Hier sehen wir es gerade, geht da einfach bitte raus. Und dann war es das auch schon mit dem Kampf gegen Neldris. Als nächstes kümmern wir uns um Tadrion. Hier würde ich Heldentum, Kampfrausch und Co. einsetzen, insbesondere im heroischen Modus. Hier gibt es die flüchtige Galle. Das sehen wir gerade überall auf dem Boden. Lauf da bitte raus. Dann müssen hier alle Spieler mit instabiler Essenz dispelled werden. Das wird gerade gewirkt und die sollten dann auch bitte aus dem Raid rausgehen. Etwas Abstand nehmen. Für die nächste Fähigkeit, nämlich heftige Eruption, sollten die Heiler ihre Cooldowns ready haben, weil die sehr, sehr viel Schaden am ganzen Raid verursacht und wir können auch nicht ausweichen. Da haben wir sie. Und ich bin mal ein Stück weggegangen, einfach um zu gucken, ob das was bringt. Es bringt nichts. Also ihr könnt einfach auch stehen bleiben. Das muss einfach weggeheilt werden. Deswegen würde ich hier auch Heldentum nutzen. Und im heroischen Modus gibt es hier noch Adds, die spawnen. Die sollten schnell getötet werden. Und zwar bevor heftige Eruption eingesetzt wird. Im Grunde war es das auch schon mit Tadrion. Gehen wir weiter zu Riontos. Riontos belegt einige Spieler mit Desintegration. Die sollten raus aus dem Raid. Da sind so drei blaue Strahlen. Die sehen wir jetzt auch da. Diese Spieler sollten ein bisschen Abstand nehmen von der Gruppe. Bei uns hat das eher so gar nicht funktioniert. Hat aber trotzdem gereicht letztendlich. Da müsst ihr einfach mal gucken, wie ihr zurechtkommt. Ansonsten sehen wir immer mal wieder so bronzene Orbs. Hier unten links im Bild haben wir gerade einen. Die müsst ihr so ein bisschen wegkicken. Ja, da links im Bild haben wir auch jemanden, der stellt sich immer schön davor und dann wird der weggekickt wieder. Die sollten auf keinen Fall den Boss erreichen, denn dann bekommt der Boss ein Schild in Höhe von 10% seiner Gesundheit. Das wollen wir natürlich absolut vermeiden. Es kommen auch immer mehr mit der Zeit und die könnt ihr einfach wegschubsen, indem ihr sie berührt. Ja, dann fliegt der Boss durch die Luft. Das nennt sich tiefer Atem. Da geht er einfach bitte raus. Und für den heroischen Modus bleibt einfach diese gesamte Mechanik von Tadrion, also dem Boss vorher, mit der instabilen Essenz dispellen und den Adds töten, erhalten und macht euch dann den Kampf hier gegen Riontos auch noch etwas schwerer. Im Endeffekt war es das mit den drei Bossen. Kein allzu schwerer Boss, sauber runterspielen, saubere Mechanik. Die Tanks sollten tatsächlich ein bisschen drauf achten, wann sie sich zusammenstellen. Das kann auch manchmal einen Moment dauern, bis die Explosion kommt. Deshalb habt ein bisschen Geduld und dann klappt es auch mit den vergessenen Experimenten. Wie immer wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut, bis bald, euer SkyMax. Ciao. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich gerne abonnieren, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Außerdem könnt ihr diesem Video einfach eine positive Bewertung da lassen.